Und da sind wir nur wieder mit dem Finale in Episode 4 quasi. Das ist die Wächter, kein Zweifel. In diesem Fahrstuhl. Mach dir keine Sorgen. Gemeinsam sind wir stärker als sie. Fügt sich das Puzzle zusammen. Weil das war ja ungefähr 6 Monate Differenz zwischen Jill und Barry. Und wir sind jetzt hier in so einer Mine. Ah, eine Karte. Aus der nahegelegenen Verwerfungslinie tritt Giftgas aus. Kurze Explosion stellt keine... Entschuldigung. Gesundheitsrisiko darauf verlängerte Expedition führt zu einer Bewusstseinsverlust und interagieren können. Seien Sie darum vorsichtig und achten Sie auf Ihre Expositionszeit während der Arbeitszeit. Ist hier irgendwas auf? Ne. Hier hinten haben wir noch was. Gewehrmunition. Ja, die atmen aber schon schwer. Gibt's hier keine Möglichkeit? Gas, du bleibst lieber hier, Süße. Oh nein, ich komme mit dir mit. Bist du sicher, dass du das packst? Na gut. Halt so lange du kannst den Atem an. Dieses Mistzeug willst du nicht einatmen. Okay. Halt! Hier war noch was. Elektronisches. Ja, wenn er so bei mir rumsteht. Sehr schön. Ich bin immer in dem Gewölbe. Komm. In dem Fels. Es geht immer noch tiefer und tiefer. Und sie ist da. Finden wir einen Weg nach unten. Toll, wir Magnum. Okay. Scharfschützengewehr, glaube ich, brauche ich jetzt.
Ach, die habe ich ja hier. Hä? Aber mir fehlt die Schrot. Oh, cool. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hey. Ach, da habe ich bestimmt verloren, wo ich gestorben bin. Okay, dann wieder wollen wir. Lift aktiviert. Dieser Fahrstuhl könnte uns runterbringen. Das ist ein Ventilationssystem. Wenn wir es zum Laufen bringen, beseitigt es vielleicht das Gas für uns. Na dann. Oh, oh. Oh, Scheiße. Nein! Na, ich glaube, das wird... Sieht schlimm aus. Scheiße. Barry! Verdammt. Jetzt hat er wieder die Magnum. Oh, ich kenn. Ja, geht.
komme ja gar nicht mehr hoch. Was ist denn das für eine Scheiße? Deine Hilfe. Thank you.
Ach, schön. Also scheint es doch gut zu sein. Oh. Cool, seid ich mich gerade verlaufen, huh? Nee, hier geht er noch rein. Na, hier ist auch eine Sackgasse. Gucken. Doch nicht. Gut gemacht!
Mann! War das viel nervig. Ah! Können wir die Pumpe einwerfen und hoffen, dass das Gas verschwindet. Schön. Es hat geklappt. Ach, Kapazität. Schadenstufe Kapazität. Sehr schön. Ja. Nur zwei von denen, aber keine Muni. Ich habe noch eine 1100. Warte mal, mach das hier zurück und die zu verbessern. 1212 Schaden. Ja, ich denke, das sollte reichen. Wir können jetzt durch. Ja, ich hoffe mal, ich kriege die Munition mal wieder. Kann ich jetzt nach unten gehen hier oder? Okay. Hier ist das Gas noch. Okay, da bin ich falsch. Ich glaube, ich bin nicht reingegangen.
Hier ist aber immer noch die Gas. Ne? Ja, jetzt kommt die wieder. Nee. Lala. Endlich habe ich Gelegenheit, in der Mine auf unsere Wohltäterin zu arbeiten. Was? Ach, für unsere Wohltäterin. Ich werde euch richtige Kohle scheffeln. Ich habe erst davon erfahren, nachdem ich hier zu arbeiten angefangen habe. Aber anscheinend stellen die hier, nachdem ich hier zu arbeiten angefangen habe, haben anscheinend stellen sie in der unteren Ebene Medikamente her. Man braucht eine spezielle Erlaubnis, da unten zu gehen, und die Sicherheit dort scheint ziemlich streng zu sein. Muss wohl etwas ziemlich Wichtiges da unten sein. Es sind ihre eigenen Leute, die in der Forschungshalle arbeiten, aber es arbeiten auch einige von uns
Inselbewohner und dort jeder, der direkt für sie arbeitet, bekommt einen ordentlichen Batzen Lohn. Das Geld, der Status, wer würde das nicht von sich holen? Aber in letzter Zeit haben sie eine Menge neuer Leute angeheuert und die sind noch nicht mal besonders schlau und tüchtig. Anscheinend braucht ihr einfach nur Dutzend neue Leute. Ich habe da eine Menge Menschen reingehen sehen, aber es kommt nie jemand raus. Es muss wohl da unten noch einen anderen Ausgang geben, nicht? Na gut, jetzt haben wir den Lift. Schlüssel. So, und was wir dann mit diesem Lift machen können, Schlüssel, ob wir hier runterkommen und was uns da erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Tschüsselö.